Campingurlaub bei Eis und Schnee. Für die einen eine günstige Alternative zum teuren Hotel. Wintercamping ist, glaube ich, schon so die Königsklasse. Im Sommer ist alles ein bisschen einfacher. Für die anderen raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. Das ist halt ein bisschen Freiheit, Natur pur. Egal ob in den Bergen oder am Meer. Das ist halt Entspannung, auch wenn es windig ist und kalt. Dauercamper in vierter Generation. Einmal Camper, immer Camper, ne? Ja, das ist wohl so. Eine Urlaubsform mit Licht- und Schattenseiten. Ich glaube, ich will kein Camper werden. Schnee, Kälte, gar Dauerfrost. Winterurlaub in den Alpen ist ein eisiges Vergnügen. Ganz besonders gilt das für Urlaub auf dem Campingplatz. Im österreichischen Eherwald auf 1200 Metern Höhe verbringen jedes Jahr nur die Hartgesottensten ihre Nächte im Reisemobil. Ja, herrlich. Ach gut. Hier wird Schnee aufspielen hier. 0 Grad ist ja keine Temperatur. Ist ja auch keine Entfernung jetzt, nicht? Wenn man da jetzt lang trabt. Schlechtes Wetter gibt es für Wintercamper nicht. Sönke ist mit seiner Ehefrau Sonja unterwegs. Und das ist keine Premiere. Wir machen das jetzt zum 3. Mal hier an der Zugspitze, fahren aber auch sonst ganz gerne mal in den Schnee, also sag mal ins Sauerland auch oder hier auch in Füssen waren wir schon häufiger zum Wandern. Ja, und wie gesagt, wenn man die passende Kleidung hat, dann ist das echt kein Problem. Das Schlafzimmer ist unter dem Dach. Der Wohn-Ess-Bereich im Hochparterre. Wer zu zweit auf 10 Quadratmetern wohnt, muss Kompromisse eingehen. Instant-Pulver. Gibt ja auch Leute, die haben Kaffeemaschinen an Bord. Wir haben hier sogar einen Kühlschrank an Bord. Und dann gibt es da natürlich auch noch einen. Alles schön praktisch verpackt immer, dann passt das auch. Jeder muss wissen, was wohin gehört. Das ist manchmal, oder am Anfang haben wir festgestellt, die ersten 2 Tage waren immer noch so ein bisschen Koordination. Wie packe ich es ein? Wo lege ich es hin? Wo hast du es hingelegt? Wo finde ich es nicht wieder? Aber das hat sich mittlerweile sehr gut eingespielt. Da sind wir wirklich ein Team, was so blind, wo jeder weiß, wo alles liegt. Ordnung, Disziplin und Stauraum. Genau weiß, dass da das Brötchenmesser liegt. Das A und O in jedem Reisemobil. Der serienmäßige Stauraum des Bullis hat Sonja vor 10 Jahren vom Campen überzeugt. Die Liebe ist wirklich dadurch dann entstanden. Also ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen, in einem kleinen Auto das alles dabei zu haben. Aber man sieht ja auch, wir sind hier perfekt ausgestattet, haben alles, was das Herz begehrt. Und ich glaube, da braucht man auf nichts verzichten. Ja, man gewöhnt sich sehr schnell daran, mit weniger klarzukommen. Mit weniger klarkommen. Das gilt in Eherwald auch für die Temperaturen. Am Fuße der Zugspitze wird es in den Nächten empfindlich kalt. Der erste Weg des Platzwarts Markus führt jeden Morgen zu den Wasserstellen. Momentan, was haben wir? Wie viel haben wir heute? 10, glaube ich, gell? Minus 10. Oder sowas. Aber gestern, 15. Gestern war 15. Also heute vielleicht schon. Die Wasserhähne sind beheizt. Die Wohnwagen eigentlich auch. Morgen, hallo. Ja, gehört, ihr habt Probleme bei der Heizung? Ja, wir haben Probleme mit unserer Heizung. Wir hatten gestern minus 2 Grad im Wohnwagen. Da ist der eine Absperrhahn, der ist in Ordnung. Und das ist die Heizung. Wie man hört, hat man nur Ficken und damit nichts. Keine Heizung. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Weil ich momentan auch nicht so gut beieinander bin. Also. Ja, war bestimmt eine lange Nacht. Die erste Stunde war grenzwertig. Aber wenn man die Beine anzieht und in den Knien die Füße ein bisschen wärmt, dann geht das alles. Okay. Markus holt sich Rat bei einem befreundeten Installateur. Dieser Wohnwagen wird mit Gas beheizt. Die große Frage ist, warum das nicht bis zur Heizung fließt. Meistens liegt der Fehler direkt an der Flasche.
Was meint er? Mensch, der hat gesagt, da gibt es so einen Knopf auf dem Minderer und da müssen wir drei, vier Sekunden drauf bleiben. Weil er hat auch gesagt, wenn bei der Küche am Gas hört, der Knopf da. Aber der ist schon gedruckt, oder? Keine Heizung, trotz voller Gasflaschen. Wintercamping kann unangenehm werden. Bei dir auch schon? Ja, das ist kein Leiden. Leiden, nein, nein, ist es nicht. Das ist sein eigenes und das ist was ganz anderes als ein Hotelzimmer. Ruf den Händler nochmal an. Und nachher. Vielleicht kann der dann einen Tipp geben. Tatsächlich kennt der Händler das Problem, das mit einem Handgriff behoben ist. Ein Fehler im Benutzerhandbuch. Das Abenteuer Wintercamping lockt auch zwei Familien aus Bielefeld nach Tirol. Bachlers fahren zum fünften Mal mit dem Wohnwagen in den Schnee und wollen dieses Jahr auch ihre Freunde überzeugen. Als geübte Sommercamper müssen sich Simone und Dirk mit dem Schnee erst noch anfreunden. Wahrscheinlich hätten wir es gar nicht gemacht aus eigenem Antrieb, sondern hätten uns eher eine Wohnung gemietet dann. Also er hat uns ja überredet, aber das, wie man nun campt, das weiß ich eigentlich schon. Und dass man im Winter natürlich für kalte Temperaturen gerüstet sein muss, das ist ja klar. Zudem liegt der Campingplatz auf 1200 Metern Höhe. Und die gilt es zuallererst samt Anhänger zu erklimmen. Dirk hat so ein leicht untermotorisiertes Auto als Notlösung erworben. Und der hat zudem auch noch eine Kupplung, die, naja, nennen wir es mal grenzwertig ist. Wenn der einmal steht, steht er. Dirks Auto hat 90 PS. Der Anhänger wiegt knapp 1,7 Tonnen. Jetzt heißt es Gas geben und Daumen drücken. Wir drehen sogar schon die Räder auf den Rollsplit durch. Dirk schlägt sich wacker in Gang. Immer noch, wow. Dirk ist hinter erster uns. Gang, meinst du? Dirk Vollgas? Ist egal, aber er klebt eng hinter uns. Vielleicht müssen wir gleich anhalten, das kann ich euch noch nicht sagen. Ja, ich merke schon. Versuchen wir auch im Splitwert zu fahren hier. Vielleicht kommen wir gerade so an. Die erste Hürde ist genommen. Alle happy, dass wir da sind. Wir sind heile angekommen, ja. Ohne Schneeketten aufziehen zu müssen. Wobei es die letzten Meter ein bisschen rutschig war, aber es ging gerade so. Am Fuße der Zugspitze treffen sich jeden Winter eingefleischte Bulli-Fans zu ihrem sogenannten Hardcore-Wochenende. Servus, morgen. Platzwart Markus kennt die Truppe seit Jahren. Ja. Passt alles? Ja, passt alles. Ja. Einige kommen ja halt noch. Die kommen heute und morgen, genau, gell? Heute und ein paar kommen am Morgen. Outdoor-Fans unter sich. Mit solch einem Auto sitzt man nicht so viel im Auto. Das ist draußen urlauben. Ja. Sind alle die gleichen, ja. Verrückten? Ja, ja, sind alle so ein bisschen Kali-verrückt. Bisschen, ja. Verrückt muss man schon sein. Ja. Mhm. Jetzt muss ich ganz dumm fragen, habt ihr da Standheizung oder wie? Standheizung. Ja. Ja. Davor die Nacht hatten wir minus 14, minus 15. Und wenn du dann nachts dich umdrehst und kommst an den Aluminiumschrank, dann zuckst du mal ein bisschen zusammen. Auch Katrin und Detlef aus Gotha freuen sich auf ein Wochenende im Schnee. Mit wenigen Handgriffen ist ihr Reisemobil zum Zimmer umfunktioniert. Ach, das geht. 5 Minuten. Ich mache jetzt das Dach auf und da ist ein Bett drunter und da könnte man schon drin schlafen. Eine Schutzhaube über dem Aufstelldach soll die Kälte draußen und die Wärme drinnen halten. Wer hier schläft, ist ein wahrer Überzeugungstäter. Nee. Überreden musst du mich nicht, nein. Wir haben es zusammen gemütlich und kuschelig und das ist schön. Falk, du kannst die Tasten drücken. Ja. Hightech bei den Bachlers. Zusammen. Gleichzeitig einmal halten und jetzt gleich brummt. Jetzt wird er zum Kinder. Jetzt kann er nämlich an kleinen Knöpfen rumfummeln. Jetzt wird er ein kleiner Junge. Das macht ihm Spaß. Zwei Elektromotoren pro Achse lassen den 2,2 Tonnen schweren Wohnwagen tanzen. Der sogenannte Mover ist rückenfreundlich und ein Spaß für groß und klein.
Ich habe keinen Mover. Ich bin auch nicht neidisch auf den Mover. Ich finde, man kann es so versuchen. Bei Henna ist es natürlich so, er hat den großen Wohnwagen, den kann man nicht mehr schieben per Hand oder so. Wir haben nur eine Achse, der kann so gedreht werden, geschoben werden. Am Berg hier natürlich auch sehr schwierig. Also das ist nicht einfach. Dirk, bist du soweit? Ja. Ein Stück müssen wir zurück, ne? Würden jetzt die Frauen an die Position bitten. Dirk und seine Familie haben sich zum ersten Mal auf das Abenteuer Wintercamping eingelassen. Der Rollsplitt auf der Straße macht ihnen weiterhin das Leben schwer. Können wir schon eindrehen? Wir lassen jetzt rumdrehen. Ja, jetzt ziehen. Also schieben. Okay. Ebenfalls aus Bielefeld angereist, Familie Gül. Orhan und Zeynep schlafen lieber im Hotel. Ob das Campingvirus ihrer Freunde ansteckend ist? Oh, jetzt kannst du gleich mit anfassen, weil wir müssen noch den Wohnwagen ein bisschen aufbocken. Deswegen sind wir hier. Dann haben wir, das ist eine gute Sache. Jetzt bei dem Wetter, glaube ich, passt das. Ja, da ist das ziemlich angenehm draußen. Könnte Spaß machen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ja. Vielleicht darf ich hier Probe liegen heute Nacht. Von Füße hochlegen ist bei den Campern noch längst keine Rede. Die größte Herausforderung ist es, die Wohnwagen zu 100% waagerecht auszurichten. Schließlich will niemand aus dem Bett kullern. In Sachen Heizung ist Hendrik besonders gut ausgerüstet. So, das ist nämlich die Abwasserheizung. Das kann ich bei Bedarf reinstecken, wenn es friert. Genau. Nee, sie kommt. Dass der einfrieren kann und dass man sich darum auch noch um Strom bemühen muss. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber man lernt ja nie aus, ne? Nach über einer Stunde sind die beiden Wohnwagen so gut wie bezugsfertig. Schön. Ja. Wirklich schön. Wie zu Hause. Noch sieht das zu anstrengend aus. Mhm. Wenn ich das gleich jetzt hier einchecken, gleich Koffer ins Zimmer gleich hinlegen. Leidenschaftliche Camper haben im Winter die Qual der Wahl. Während im Süden die Skigaudi tobt, besticht die Nordsee mit Weite und Ruhe. Die meisten Plätze sind jetzt geschlossen. Doch hier in Neuharlingersiel darf man das ganze Jahr stehen. So, Ben, komm, anziehen. Wir wollen Fisch kaufen. Kommst du mit? Ben und seine Eltern haben vor 2 Monaten einen der rund 750 Dauerplätze ergattert. 7.000 Euro haben sie für den Wohnwagen samt Vorzelt bezahlt. 6 Wochenenden lang wurde alles gründlich renoviert. Wo wir das erste Mal hier waren, war der Boden noch ein ganz alter Boden mit Teppich komplett belegt. Da haben wir den Boden komplett aufgebaut, schön PVC reingelegt und die Küche aufgebaut da hinten. Und um einmal sich hier halt wohlzufühlen, einmal für sich einzurichten, dass es so seins ist halt. So, dann komm. Der Stellplatz kostet die junge Familie jährlich 2.000 Euro. Also ich habe es jetzt wirklich auch gemacht wegen Ben. Ich habe gemerkt, dass das für Kinder halt ganz toll ist. Ich glaube, wenn wir ohne Kind noch gewesen wären, wären wir woanders, glaube ich. Ja, aber dann hätte ich das so spontan nicht durchgezogen, von jetzt auf gleich. 13 Regentage pro Monat und Temperaturen zwischen 1 und 5 Grad. Wer hier im Januar campt, muss die Nordsee mit ihrem rauen Klima lieben. Für Nils ist Ostfriesland eine zweite Heimat. Er ist hier im Wohnwagen seiner Großeltern praktisch aufgewachsen. Ja, komm her. Aber am Papa fahren. Die gleiche schöne Kindheit will er heute seinem Sohn ermöglichen. Also es ist auf jeden Fall Urlaub für mich. Das ist, man kommt runter, es ist so ein bisschen wie früher, so es erinnert einen an Kind. Es ist halt Entspannung, auch wenn es windig ist und kalt. Zurück in den Alpen. Am Fuße der Zugspitze im tirolerischen Ehrwald gehen die Bulli-Fans zum gemütlichen Teil des Tages über. Bendichts Motto? Campen ja. Plastikbecher, nein, danke. Ich sage immer allen, wenn ihr Wein wollt, dann bringt nicht irgendein Becher, sondern dann bringt ihr ein Glas. Jawohl, das ist die Probe. Hä? Weizenglas wie Weinglas. Weizenglas. Zum Wohl, Rudolf.
Trotz Camping wird hier Wert auf Etikette gelegt. Und das in allen Lebenslagen. Wir haben noch alle ein Klo. Alle Klo im Bus. Wir haben kein Klo. Wir auch nicht. Also vortreten. Nein. Wir haben nur eine Dose. Und ja, Klo. Quadratisch, praktisch, klein. Ziehen. Und fertig. Mehr ist es nicht. Seit 13 Jahren trifft sich die Truppe auf diesem Campingplatz. Hardcore-Wochenende hin oder her. Wer enge, kälte und unbequeme Sanitäreinrichtungen satt hat, kann hier den Wellness-Bereich der Anlage kostenlos mitnutzen. Trockene Handtücher, Sauna und Schwimmbad machen aus Camping für ein paar Stunden Glamping. Kein Wunder, dass das immer beliebter wird. In Österreich stieg die Zahl der Wintercamper alleine im vergangenen Jahr um 12,5%. Das Gros der Bulli-Freunde wärmt sich trotzdem lieber am Lagerfeuer. Es ist immer noch Camping, auch wenn der Platz hier sehr, sehr luxuriös ist. Und wenn du dann da mal ins Bad oder auch in die Dusche gehst, dann willst du halt für den Moment mal ein bisschen Luxus haben. Aber ansonsten sitzen wir doch hier nicht gerade so wie in einem First-Class-Hotel, ne? Kurze Tage, lange Nächte. Morgens um 7 heißt es wieder raus aus den Federn. Es ist noch dunkel. Guten Morgen, meine Mäuse. Langsam müssen wir aufstehen. Guten Morgen, Henki, Mann. Vier Kinder und zwei Erwachsene teilen sich bei den Bachlers 18 Quadratmeter. Langsam hat erster Skitag. Langsam aufstehen. Luki, Mann. Also das Gequetsche manchmal ist schon ein bisschen nervig. Also wenn es dann abends ans Fertigmachen geht, jeder drängelt sich am nächsten wieder vorbei. Das ist schon eng. Aber dadurch muss man sich irgendwie abstimmen und es funktioniert. Also das geht. Das schaffen wir. Nervlich kriegen wir das hin. Nein, es macht ja auch Spaß. Nicht zum ersten Mal verbringt die Familie ihren Winterurlaub im Wohnwagen. Für das Frühstück ist seit jeher Papa Hendrik zuständig. Camping ist ja immer so ein bisschen Improvisation. Also richtig perfekt geht es nie. Und Wintercamping ist, glaube ich, schon so die Königsklasse. Im Sommer ist alles ein bisschen einfacher. Dann schickt man die Kinder einfach im Schlafanzug raus. Das geht jetzt hier nicht. Und, aber über die Jahre hat man das so ein bisschen geübt, wie man so die Handgriffe macht. Und im Hotel mit vier Kindern ist es ja immer doch relativ teuer. Und das Camping macht es da ein bisschen günstiger zumindest. Und insofern, glaube ich, würden wir wahrscheinlich gar nicht in so ein teures Skigebiet fahren, wenn wir die Möglichkeit nicht mit dem Wohnwagen hätten. Morgens gibt es traditionell Aufbackbrötchen. Das spart Zeit. Und den Gang zum Bäcker. Es ist natürlich kein 5-Sterne-Frühstücksbuffet hier bei uns. Also man sieht es ja eindeutig. Es ist sehr marmeladen- und honiglastig. Ne? Naja. Orhan hat mit seiner Familie im Hotel übernachtet. Er ist bisher vom Campingvirus seiner Freunde nicht infiziert. Wie habt ihr denn geschlafen? Gut. Auch recht gut. Ja? Wir hatten heute Nacht so 16, 18, 16. Ja, man kann so heiß machen, wie man will, aber du kannst ja nicht schlafen, wenn das so warm ist. Das ist etwas anders als in der Wohnung. Da, ich bin auch schon 21 Grad zum Schlafen. Echt? Oh, nee, da werde ich verrückt. Egal ob Camper oder Hotelgast, der Berg ruft. Bachlers, Evis und Güls wollen endlich auf die Piste. Bei 6 Erwachsenen und 9 Kindern durchaus eine Herausforderung. Wir zählen hinterher in der Gondel durch, wie viele Kinder mit wie vielen Paar Skiern oben ankommen. Das mehr haben wir nicht, mehr Chance haben wir nicht. Seid ihr alle startklar? Dann geht's los Richtung Gondel, los! Für Familie Gül ist das der erste gemeinsame Skiurlaub. Das Abenteuer beginnt mit der Gondelfahrt. Ja, du fährst rückwärts. Da können wir runterschauen, das ist doch schön. Ich hab Angst. Ach, bloß nicht. Das ist die beste Sicherheit. Da kann nichts passieren. In 10 Minuten beginnt für alle der Skikurs.
Ich werde das auch jetzt seit langem zum ersten Mal wieder probieren. Ich hatte schon mal einen Kurs, aber ist schon 20 Jahre her. Und jetzt will ich das nochmal angehen. Ich habe nur Angst mit 95 Kilo und 1,80, ob das da noch halt einfach ist. Ja. Bei den Bulli-Freunden auf dem Campingplatz laufen derweil die Vorbereitungen fürs Mittagessen. Outdoor-Cooking in der Gemeinschaft. Ein echtes kulinarisches Erlebnis. Das ist halt ein bisschen Freiheit, Natur pur. Also wir sind ja nicht immer am Campingplatz. Also wir stehen ja mal wild, zwei Tage wild. Stefan arbeitet eigentlich in der Automobilbranche. Heute ist er für das Schichtfleisch zuständig. Das ist auch mal ein bisschen weg vom Alltag. Vom Beruf. Ein bisschen back to the roots. Ganz wichtig in der heutigen Zeit, glaube ich. 2 Stunden köchelt das Fleisch jetzt auf dem offenen Feuer. Wintercamping mit Sonnenschein und Lagerfeuer. Tagsüber bleiben keine Wünsche offen. Wenn wir hier so abends draußen sitzen, dann kommt schon mal einer vorbeigelaufen und sagt, ihr schlaft aber nicht in den Autos, ne? Und dann können wir nur müde lächeln. Genau genommen wird im Dachzelt geschlafen. Auf den ersten Blick wirkt das etwas kühl. Doch dieser Eindruck täuscht. Wir haben ja hier die Standheizung, da kommt die heiße Luft raus. Und dann über den Schlauch geht dann die Hälfte von der warmen Luft nach oben. Und dann sind wir oben auch schön mollig warm im Winter. Bei minus 15 Grad kein Problem, alles schon getestet. An der Nordsee ist es 15 Grad wärmer als in den Alpen. Dafür stürmt und nieselt es. Der Campingplatz in Ostfriesland ist ganzjährig geöffnet. Nils und Jacqueline haben hier vor kurzem einen Wohnwagen samt Vorzelt gekauft. Uroma Frieda, selbst langjährige Dauercamperin, kommt heute zu Besuch. Also ich bin schon gespannt, was sie dazu sagt, weil sie ja auch jahrelang Camping gemacht hat. Bin ich mal schon gespannt, was sie hierzu sagt. Freue ich mich auch ein bisschen, dass sie das sieht. 2 Stunden Autofahrt hat Nils Familie hinter sich. Trotzdem ist es ein bisschen wie nach Hause kommen. Hallo. 13 Jahre lang verbrachten sie hier in Neuharlingersiel jede freie Minute. Dann starb der Opa und der Wohnwagen wurde verkauft. Und erster Eindruck so? Super. Ja, aber man muss ja erst mal rund gucken. Ne? Ja. Hier stehen jetzt so viele Leute rum. Ja, das ist jetzt genau. Für Ben. Genau, richtig. Wir haben uns ja für den Wohnwagen auch das entschieden. Ist so einfach zum Spielen. Oder? Ja, wenn wir noch Nachwuchs kriegen. Ne? Dann, so. Ja, wenn das zweite Kind kommt, dann kann das zweite Kind dann da unten. Hin. Genau. Ja. Ja, hier die Sitzgruppe haben wir in der Mitte. Ja, das ist ja genau wie bei uns im Alpenwagen. Nee, ihr hattet das damals da. Die Sitzgruppe war da. Ja. Nils ist in die Fußstapfen seiner Großeltern getreten. 1988 ließen sie sich als Dauercamper hier häuslich nieder. Der kleine Ben soll dieselbe schöne Kindheit haben wie einst sein Papa. Jetzt ist das Papa mit Gummibärchen. Genau. Einmal Camper, immer Camper, ne? Ja, das ist wohl so. Alte Erinnerungen, muss ich wohl sagen. War eine schöne Zeit und ich freue mich, dass er das weitermacht. Ja, das ist mein Vater. Der hatte auch ein Akkordeon. Dann wurde hier natürlich auch die Geselligkeit gepflegt. Auch so da, ne? Mit Schnäpsken und Bier. Der Vater, Opa und Ehemann starb 2001. Damit war auch die schöne Zeit in Neuharlingersiel vorbei. Dank Nils geht sie jetzt weiter. Einfaches Jahr. Ja. Ich hab nicht gedacht, dass ich hier noch wieder hinkäme. 1, 2, 3, 4. Zurück in Tirol. Auf der Ehrwalder Alm ist der Skikurs mittlerweile in vollem Gange. Wir sind ja oft in den Bergen im Winter und wir wollten, dass die Kinder jetzt langsam anfangen. Sie sind in dem richtigen Alter, dass sie anfangen. Und ich als alter Münchner natürlich, muss irgendwann das auch machen mit den Kindern.
Auch Orhan und seine Frau wagen sich auf die Bretter. Dass ich bremsen kann, dass ich auf den Skiern sicher stehen kann, dass ich ein bisschen losfahren kann und anhalten kann. Das sind so meine einzigen Erwartungen heute. Wenn ich das heute hinbekomme, dann ist es erstmal gut. Ansonsten fährt niemand Ski bei uns. Ja, typische Gastarbeiterfamilie kommen aus Anatolien. Nordosttürkei gibt zwar viel Schnee, aber keine Skier. Während der Pflug bei Papa Orhan noch etwas verkrampft wirkt, hat sich Tochter Ella mit dem neuen Sport bereits angefreundet. Oh, hallo Ella. Hallo Schatz, na? Schau mal. Ich lerne gerade, wie ich um die Kurve fahren kann. Das habe ich schon gelernt. Ja? Schnell ist Orhan bereits. Genau. Das macht aber gar nichts, wenn man hinfällt. Genau. Noch ein bisschen? Okay, sonst rutscht du gleich mit dem weg. Ist ganz wichtig nach euch, die Piste. So. Hopp. Okay. Wieder beide Skier stehen. Gut. Ich glaube nicht, dass ich das alleine schaffe, hochzukommen. Doch, dann stützt man sich einfach einmal stark, versucht ab und versucht seine Hüfte über die Skier zu. Ja. Es gefällt mir. Also ich krieg das schon hin, glaube ich. Ja, passt schon. Campen im tiefsten Winter ist eine Herausforderung. Beheizbare Kleidung macht die Temperaturen erträglich. So, die zieht man jetzt an. Dann steckt man den Akku an. Dann ist er praktisch eingeschaltet. So. Also ich kann also mit dieser App die Akkus steuern. Ich habe es normal immer zwischen 1 und 2. Das reicht mir vollkommen aus. Und das ist die Heizstufe von meiner Frau. Die ist meistens so auf 6, 7, 8. Sehr warm. Da werden die natürlich schneller leer. Aber ich kann ja auch die Akkus ausschalten. Dann hat sie nämlich nichts mehr. Wir haben ja auch noch Handwärmer. Die sind auch ganz praktisch. Die tue ich dann in meine Taschen, weil ich immer kalte Hände habe. Ich stehe auch nicht auf Wintercamping, ich fahre lieber im Sommer weg. Ich bin nur zuliebe meines Mannes zuliebe dabei. Feuchtigkeit und Kälte sind die natürlichen Feinde eines jeden Wintercampers. Praktisch, wenn man ein Klo im Wohnwagen hat. Ja, das ist die Mitternachtsbase. Nachts gehen wir immer auf dieses Chemietoilettchen, weil wir ja nicht nach zum Badehaus laufen wollen bei minus 10 Grad. Aber irgendwann ist das Gerät halt mal voll, dann leuchtet das rot und dann weiß der Vater, aha, der Gang nach Canossa ist wieder. Da laufen wir jetzt hin. Die Chemie im Tank verhindert, dass das Klo einfriert. Für die Entsorgung gibt es einen extra Raum. Halten wir die Tür richtig auf. Danke. So. Das ist was Feines, ne? Das will ich niemals in meinem Leben. Ja, das ist nur Pinkel. Ich glaube, ich will kein Camper werden. Wintercamping, eine bezahlbare Alternative. Also ich habe mal angefragt hier im Hotel, auch ein Vier-Sterne-Hotel. Da haben die uns angeboten, eine Wohnung mit 80 Quadratmetern, weil es nach deren Rechnung 2 abgeschlossene Kinderzimmer haben musste. Und mit Halbpension lagen wir mit Skipässen dabei 8.000 Euro. Und da haben wir gedacht, tut schon weh. Würden wir auch nicht machen. Also für 8.000 Euro eine Woche fahren wir kein Ski. Im Wohnwagen hat die Woche gut die Hälfte gekostet. Die große Frage ist, ob sich auch Familie Ewes zukünftig fürs Wintercamping begeistern kann. Ja, es sieht auch so aus, dass wir das vielleicht doch tatsächlich noch mal machen können. Alles hat ganz gut geklappt. Allen macht das Skifahren Spaß. Und es sieht gut aus mit den Zukunftsplänen. Für mich ist das geklärt. Also ich sag ja, wir gehen gleich mit Jens nach oben und probieren fürs nächste Jahr diesen Platz wieder zu buchen. Und ich hoffe, ich kann 2 Plätze für Bielefeld. Wir reservieren, wir buchen und wir können ja notfalls, wenn irgendwas dazwischen käme, auch bis 3 Monate vorher zurücktreten. Also wenn sich irgendetwas ergibt. Aber im Moment würde ich sagen, das kann man durchaus noch mal machen. Dann lassen, da wir aber nur, zwischen. Dann lassen wir aber nur schwerste Krankheiten gelten, ne, für die Stornierung. Ne? Ja, dann werden wir
Wintercampen in Eis und Schnee. Ein cooles Abenteuer. Zumindest für leidenschaftliche Campingfans.